Wie immer sehr motivierende Ansprache. War da gerade im Blitz irgendwie ein Totenkopf oder so? Habe ich gerade nicht drauf geachtet, ich habe zur Seite geguckt. Aber er hat gesagt, alle leben noch. Er sagte, ja, was mich wundert, eigentlich. Ja. Weil wir haben einen zurückgelassen. Ja gut, vielleicht von den Hauptcharakteren, von den Haupt... Ich weiß nicht, ob das so... Vielleicht war es auch das Richtige, was wir gemacht haben. Was? Oh. Okay. Was? Jetzt 3 Jahre zuvor, jetzt bin ich gespannt. Oh. Überschneidungen. Fertig. Nicht cool. Wir sind in der tiefsten Provinz. Was hast du erwartet? Melonenkaviar? Nicht gerade die tollsten Flitterwochen, oder? Ich erinnere mich daran, dass ein bestimmter jemand Eisklettern wollte. Eisklettern ist entspannend. Was ist los? Der Kerl, der mich bedient hat, er hat mich so komisch angeschaut. Ah, der kriegt wohl hier draußen nicht allzu oft eine Frau wie dich zu sehen. Und noch frisch geduscht. Ach, er hat schräges Zeug erzählt. Was denn? Ach, nichts, fahren wir. Komm, erzähl's mir. Er sagte, dass ich nie wieder so glücklich sein würde wie jetzt. Was soll das denn? Das glaubst du nicht, oder? Natürlich nicht. Du weißt, alles, was ich will, Rach, ist dich glücklich zu sehen. Egal, wo wir sind und was wir durchmachen, ich bringe dich immer zum Lächeln. Siehst du? Du lächelst. Nächstes Mal pfeif nach mir und ich komme und verteidige deine Ehre. Oh, du wärst mein treuer Schutzhund, Schatz. Semper Fi. Das heißt immer treu. Dabei kann ich echt gut auf mich selbst aufpassen. Und jetzt setz dich richtig hin, du Provinzler. Das war der Unfall. Stimmt, ja. Vielleicht war das dieser Bus seiner Zeit. Oh. Sind getrennt. Glaube ich. Oder? Was müsstest du sagen? Jason. Jason, bist du da? Wer spielt jetzt wen? Du Scheiße. Nick, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, du wärst tot. Ja. Eric. Na super. Dein Blut würde ich auch knutschen. Ja. Ich glaube, wir sind aber doch zusammen. Ja, ich denke schon. Oh, ach, da kommt Chefe. Süßer Affenzähne. Ja, Batterien alle, scheiße. Shit, sie funktioniert nicht. Colonel, sie müssen weg! Du auch, Nick, du wirst mitkommen! Komm schon, Rach! Hey, ihr seht doch, dass er nicht besiegbar ist. Dann muss er irgendwas anderes ein bisschen jucken. Ja. Shit. Gibt bestimmt Quicktime. Ja, denke ich auch. Mich sowieso schon hoffnungslos zu laufen. Was? Los, kannst du die Entscheidung?
Lass uns schnell einfach weglaufen. Scheiße, ouch. Der hat Kraft, glaube ich. Ich denke auch. Hat auch jahrelang zu trainieren. Nicht die Szene, nicht die Szene, nicht die Szene. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, das ist helfen, helfen oder rennen, helfen oder rennen. Helfen. Ja. Oder auch nicht, das könnte ein Fehler gewesen sein. Egal. Ich glaube, der hätte mich hochgezogen und dann so gekillt, wie in dieser Szene. Ich glaube, das wäre passiert an der Stelle. Okay. Hochziehen. Weißt du noch, die Vision, die wir hatten, wo mir der Hals umgeknickt wurde? Ja, ach so, ja, richtig, stimmt. Ja, das kann sein. Das ist die Szene, die ich auch meinte, ja, richtig. Genau. Das kann sein. Ich dachte, die wäre vorhin schon gewesen. Das ist möglich, ja. Na, ja, siehst du, dann haben wir das ja auch verändert. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Oh, da liegt er ja. Ah. Ja, das war klar. Ist das Vieh jetzt weg? Ist wohl im Tunnel verschwunden. Hm. Er lebt noch. Jason lebt noch. Vielleicht sieht es ja doch gar nicht so schlecht aus. Hoffentlich. Vorhin. Danke für Ihre Hilfe. Ja, weiß ja eh schon Bescheid. Ja. Aber wenn das mal nicht noch zum Showdown kommt. Hätte ich vorher Bescheid sagen sollen. Ja, doch jetzt. Okay, suchen wir Kolchak. Oder auch nicht. Worauf wartest du? Eine Extra-Einladung? Gehen wir! Nicht, dass er leichtsinnig wird. Es ist ganz sicher noch nicht Zeit. Wir müssen es ihm sagen. Nick, hör zu. Nein, nein, du hörst zu. Wenn ich hier unten sterbe, dann wenigstens als ehrlicher Mann. Ich mein's ernst. Rachel, du wolltest es ihm bei Zeiten sagen. Du musst es ihm jetzt sagen. Sag ihm die Wahrheit. Der Ring an deinem Finger bedeutet nichts mehr. Klar, dass du es mir nicht sagen wolltest. Mir war ja nicht klar, dass du mit jemandem aus deinem scheiß Team schläfst. Dann erklär's uns mal. Jetzt? Ist das dein Ernst? Ja, jetzt ist vielleicht die letzte Chance. Schön. Eric, du und das ich, war's. Wir hatten was Besonderes, aber das ist sehr lange her. Ihn? Du willst echt ihn? Ich wähle doch nicht. Ich weiß nur, was das Beste für mich ist. Ich will einen Neuanfang. Fang mit mir neu an. Nein, ohne dich. Nach der Trennung war ich lange Zeit ohne Hoffnung. Nick ist Hoffnung. Wie kannst du mir das antun? Du bist meine Frau. Wir sind schon seit einem Jahr getrennt. Dinge ändern sich. Ich bin anders. Die haben sich auch teilweise komisch an mir, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Du hast das Seil gekappt und mich fallen lassen. So bist du für mich da? Okay, Lassen Sie los, Mann. Hab ich schon mal. Das ist auch egal, wenn wir hier sterben. Mir ist es nicht egal. Suchen wir Kolchak. Okay. Ja. Geht's für uns auch in den Abgrund jetzt? Wahrscheinlich. Sieht so aus. Ah ne, das sind wir noch jetzt, die anderen. Ah ja, okay. Ich freue mich. Und da liegen die ganzen Eier. War doch von die Rede von Kokons. Wenn wir jetzt vielleicht nicht das Nest von den Nasen finden. Oder den Ursprung, besser gesagt.
Wahrscheinlich eher den Ursprung. Ich hab schon viel krankes Zeug gesehen. Ah, siehst du? Warum? Aber das hier schlägt alles. Sie scheinen uns nicht zu folgen. Willst du auf sie warten, oder? Musst kein Klugscheißer sein. Gehen wir. Jo. Warte mal, hier links vielleicht? Hier links ist doch noch was. Mhm. Ja. Jetzt. Das Spiel tut dann also doch noch was. So, was ist das? Funde, Mappe 3 von heute. So, kann man da was machen? Ich glaube, wenn du jetzt einmal zurückgehst, dann mach das auf. Mal zurück. Ach so, alles klar. So. Ach du Gott, wieder 30 Milliarden Schichten hier. 29. November. Viele davon belegen unsere These, dass der Tempel für Opfer genutzt wurde. Wir wissen, dass eine jahrhundertelange Dürre das Akkadische Reich bedrohte. Dieselbe Dürreperiode, die auch das alte Ägypten, das alte Königreich in Ägypten heimsuchte. Die Dürre führte zur Massenflucht aus vielen mesopotamischen Städten und lockte die barbarischen Stämme der Gutäer aus den Bergen hinab auf das Flachland. Es kam zum Krieg zwischen ihnen und den Akkadern. In diesem Tempel finden wir Belege dafür, dass man verzweifelt versuchte, die Götter milde zu stimmen. Zugehörige von der R6. Schwarzer Onyx, mesopotamisch, Uhr 3, Zeit, keine Ahnung. Onyxsteine waren ein Symbol für negative Energie und Unglück, vielleicht aufgrund der Überzeugung, dass böse Uduk-Dämonen die Welt bevölkerten. R19, Stein mit Loch, mesopotamisch, Uhr 3, Zeit. Der Stein zeigt Figuren, die eine Sonnenfinsternis anbeten. Zusammen mit R6 bildet das Stück eine Sonnenfinsternis ab, die eine Katastrophe voraussagt. Geht das hier noch weiter? Nee. Das habe ich gesehen, das untere. Was war das denn jetzt? Hä? Okay. So, schnell mal, ne? Jo. Also zu weiterlesen. Diese Scheibe mit dem Loch unten habe ich tatsächlich auch gesehen. Die habe ich in der Hand gehabt. Ja, okay. Achso, du kannst sogar umblättern. Achso, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber sonst ja, liest du weiter. Dann wechseln wir uns ab. R32, Ritualtafel. Undatiert akkadisch. Die Tontafel zeigt einen Ausschnitt aus einem religiösen Ritual. Der vom Priester getragene Stierkopfschmuck deutet auf ein Menschenopfer von Dienern hin, wahrscheinlich um die Zukunft aus ihren Eidengeweiden zu lesen. Dies deutet darauf hin, dass nicht nur der grotäische Gefangene ermordet, wurden. R73, Schlachtentafel, Tontafel mit einer kriegerischen Szene drauf. Die Kopfbedeckungen der akkadischen Krieger legen nahe, dass es sich um einen Kampf zwischen Akkadern und Gutäern handelte. Ja, meine ich, guck mal grad. Das war die Anfangsseite. Ja gut, dass man umblättern kann, das ist, hätte ich vorher wissen müssen. Dann hätte ich das bei den anderen Büchern natürlich auch probieren. Ja. Aber gut. Schön hell hier unten. Brauchen wir gar kein Licht. Was ist das? Ein Kokon? Die Dinger kommen wohl von hier. Ja, sag ich ja. Riecht nach Formaldehyd. Das könnten halt auch, guck mal, wenn du da mal dahinter schaust, das könnten halt auch so komische Pilze sein, die dann befallen, ne? Ja, das ist durchaus möglich, ja. Muss ja nichts Unnatürliches sein, kann ja durchaus was Natürliches sein, was vielleicht aus seiner Leiche vielleicht gewachsen ist oder vielleicht hat er auch mal vor Jahrtausenden hingepinkelt und dann irgendwann haben sich die Pilze daraus gebildet, wer weiß es schon. Ja. Und irgendwo von nichts kommen ja diese Pilze ja nicht. Oder ja. Nicht dieser Mythos, aber diese Legende, vielleicht war er hier eingesperrt, hat die Pilze gefuttert, weil er Hunger hatte und ist dann tatsächlich zu so irgendwas mutiert, keine Ahnung. Ja, das könnte natürlich sein. Müssen wir mal nachlesen oder vielleicht wird das auch noch erklärt, wer weiß. Ja, genau. Ich habe irgendwie. Warte mal, ich muss mal gerade. So, warum ist das Feuerzeug da in der Luft gewesen? So, jetzt ist es richtig. Hier ist noch was? Ja, hier auch. Eine tote Leiche. Ich guck mal. Ich hoffe, eine tote Leiche, ich weiß es nicht. Ja, oh doch, sieht dann aus. Ja, beweg dich bitte nicht mehr. Komm nicht auf blöde Gedanken, du komisches Ding. Hier liegt überall was. Noch was ja, hier rechts ist auch noch ein kleines Buch, aber mach du erstmal deinen. Ja, das ist eine. Was ist das? Keine alte Uhr, oder? Doch, sieht so ein bisschen aus. Auf jeden Fall knack gemacht. Genau, eine Uhr mit einem Bild drin. Taschenuhr.
Seine Frau vielleicht? Ja, sehr altes Bild. Bonusinhalt freischalten. In England bleiben sollen. Nicht schlecht. Ja, dann kannst du ja auch nochmal schauen. Ich geh mal einen Schritt an Seite. Ja. Tja. Was? Na, drüben lag auch noch ein Buch. Naja. Ich komme mal wieder auf die Seite. Vielleicht kann ich dann wieder mitschauen. Das gehörte Randolph Hodgson. Vielleicht erfand er etwas Nützliches. Ihm half's nicht. Noch alle Seiten weg. Nur hast du wohl nicht viel vorlesen. Wie war das noch mit Blättern? Wie kannst du sonst blättern? Mit dem rechten Stick. Achso, ja gut. Hätte ja sein können, dass da vielleicht nochmal eine Seite an eine andere Seite ist, aber... Ja. Nö. Ja, ich dachte gerade, der macht das. Nein, komm. Ja, bitte, kannst du ja auch. Na gut, dann weiter. Das ist das Buch meiner aktuellen Träume. Außer hier rauszukommen. Ah, hier ist auch noch was. Ja, hier liegt ein Zettel. Ich nehme den blutigen alten Zettel. Wenn dieser Tempel fällt, werden meine Frau und ich wenigstens das schuldig ihr. Das Porträt, das ich mit meiner Uhr bei mir trage, zeigt die Mary, an die ich mich erinnere. Nicht dieses... Auf der Rückseite. Es ist alles Lady Bradshaws Schuld. Sie wusste von Anfang an, was hier unten war. Sie hat uns zu ihnen geführt. Vorhin stieß ich unten auf sie über den ermordeten Leichmann von... Huytens gebeugt. Als sie sich mir zuwandte, sah ich, dass sie sich verändert hatte. Ich griff nach der nächstbesten Waffe, einem eisernen Zeltherring. Ich dach mit dem Metall auf sie ein und spieße ihr Herz auf. Bei ihrem Tod ertönte ein schreckliches Kreichen von tief unten, als ob jemand oder etwas auf das vergossene Blut reagieren würde. Das ist wahrscheinlich der Spieß, den du jetzt mit dir trägst. Ja gut, der hier ist tatsächlich von einem Truck oder sowas. Achso, ich dachte. Aber Eisenspieß im Herz würde passen. Nicht wie bei uns mit dem Holz. Also hierzulande sagt man ja, oder hier in der Gegend sagt man ja Holz, ne, bei Vampiren. Ja. Da ist es vielleicht einfach der Eisenspeer oder sowas. Sieht mir aus wie Riesenzähne da vorne. Irgendwie schon. Das sieht jetzt eher aus wie ein UFO. Nein. Vielleicht sind es da doch Außerirdische. Gleich haben wir ein Dark Souls Monster hier vor uns. Scheiße. Ich meine, das sieht ja nun tatsächlich nicht mehr nach. Natürlich aus. Nee. Ja, gleiche Frage. Fuck, was ist das hier? Gleich kommen noch die Predators. Ja, wahrscheinlich. Schön abgedreht. Also wenn das dann tatsächlich eine echte Legende sein soll, dann weiß ich auch nicht. Ja. Man muss mal nochmal nachgoogeln. Ja, auf jeden Fall. Ist halt die Frage, was davon wirklich Teil der Legende ist und was dann noch erfunden. Ja, ich glaube, jetzt der Part auf jeden Fall erfunden. Ja, ich werde so sagen. Ist das wirklich echt? Wir werden gerichtet. Gott bestraft uns für alle Fehler, die wir je gemacht haben. Machen wir das. Wir sterben hier vielleicht. Dann sehe ich meinen Sohn nie wieder. Kann ihm nie mehr sagen, das ist Vollzeug, was ich für ihn empfinde. Ist dein Gewissen rein, Jason? Weiß eh. Die kommen wieder. Der Checkpoint. Ach komm. Die grüne Zone. Der Checkpoint. Welcher Checkpoint? Hier kommt ich.
wurden aufgehalten. Am Checkpoint hatte es schon mehrere Anschläge gegeben. Da war eine Frau. Sie hatte eine Tasche. Fuck. Red weiter. Ich sagte, sie soll stehen bleiben. Aber das tat sie nicht. Sie ging weiter. Ich musste was tun. Nick hat sie erschossen. Nicht, dass es seine Tochter war. Oder seine Schwester oder sonst was. Was war in der Tasche? Einkäufe. Verstehe ich nicht. Warum ist sie nicht stehen geblieben? Hat nichts gehört. Sie hatte Kopfhörer auf. Das ist Schwachsinn. Ich will hier keine Toten ehren. Mein Leben war komplett am Arsch. Ich wollte hier unbedingt dabei sein. Jeder hat seine Gründe, tiefgründig oder nicht. Tiefgründig, ja? Als die Türme fielen, war ich völlig bekifft, Mann. Ich habe erst eine Woche später davon erfahren. Tiefgründig genug? Ich weiß nicht mal, was zur Hölle ich hier mache. Du dienst deinem Land. Die Frau hatte Familie. Freunde. Und ihr ganzes Leben vor sich. Wir haben es mit einer Kugel beendet. Fuck, warum? Aber Aliens könnte gut sein. Ja. Ich kann dich denken hören. Wir warten darauf, dass was passiert. Vielleicht sollten wir selbst dafür sorgen, dass etwas passiert. Was schwebt dir denn vor? Wir gehen da rein und tun ihnen irgendwie weh. Hey, was auch immer passiert, ich deck dich. Wir kämpfen zusammen. Es geht nur so. Ich meine, selbst die Mayas hatten ja schon ein ziemlich perfektes Sternbild, ne? Ja, das ist richtig, aber das sieht mir schon fast ein bisschen zu sehr abgedreht aus und zu sehr futuristisch aus. Ja. Als das jetzt halt menschlich sein könnte. Es könnte natürlich sein, dass das jetzt einfach hier voll ausgelegt worden ist, wie wir es heute kennen. Ja. Ich bin echt gespannt. Also, alter Schwede. 3544 fürs. Ja, gut, das ist tief. Ja. Kurz vorm Erdkern. Naja, gut, nicht ganz so, aber. Ist ja schon fast wie bei Subnautica. Ja. Ja, das sieht mir, das ist ganz schön krass. Das sieht ein bisschen sehr krass aus. Also. Ja. Oh nein. Oh, Feuerwerk. Was ist das? Das mal gerade so gut war. Ich glaube, wenn wir das große Ding angreifen, dann. Gibt es ein großes Feuerwerk. Hm. Ah. Der ist fast fertig. Standby oder? Weil sind das ja auch außerirdische Vampire, wer weiß das schon. Hm. Aber es sah aus wie ein ausgedehntes Kokon sogar, dass er kurz vorm Schlüpfen ist. Oder? Ja. Wer weiß. Noch eine Theorie gerade. Was ist denn, wenn das, was wir bis jetzt für einen Pilz gehalten haben, hier das Grüne, was ist denn, wenn das alles Eier sind? Hier kommen diese Viecher wohl her. Ja, unmöglich, klar.
sich nur. Das wäre dann ganz schön heftig. Wo zur Hölle sind sie? Dann sind wir ja vor der Vorinvasion. Ja, das kann man sagen. Guck mal, hier links auch die ganzen Maschinen da. Ja. Dann da. Das kenne ich doch aus Star Wars. Wir sollen wohl da hinten nach vorne anscheinend. Bleib bei mir. Ich gehe nirgendwo hin. Sieht aus wie eine Maschine hier. Mhm. Vielleicht ist es auch ein riesen Raumschiff. Oder lebt das? Ich bin echt gespannt. Sieh mal. Was hältst du davon? Dieser Ort könnte schon seit tausenden von Jahren hier unten sein. Gott hat sie nicht erschaffen. Nein. Vielleicht sehen wir das von der falschen Seite. Was soll das denn heißen? Wir sind die Eindringlinge. Na? Sind wir wohl? Salim, sieh mal hier. Oh Gott, warte. Da wo ich herkomme, wäre das keine Musik. Okay, ich höre das gar nicht. Ja, so ein komisches Säuseln. Vielleicht. Okay, ich guck mir das gleich mal an. Erinnert mich an so, wie wenn du eine Muschel ans Ohr hältst. Ja, zum Beispiel. Wir dürfen uns nicht aus den Augen verlieren. Ganz schön abgedreht. Ich habe das Gefühl, man... Doch, es geht noch. Aber bringt mir nicht viel. Tatsächlich müssen aus wie die Dinge aus Alien. Nur älter. Mhm. Uralt. Es ist aber tot, oder? Ich würde es ja nicht ausprobieren wollen. Berühr's. Mach du doch. Weichei. Gleich ist der Finger weg. Ja. Ach komm, YOLO. No. Kaputt. Ja, das ist gut gemacht. Danke. Hast du das gesehen? Und ob ich das habe? Die Kreatur ist versteinert. Sie muss Millionen Jahre alt sein. Ja, da kannst du von ausgehen. Kann noch was gucken? Nee. Hallöchen, René. Vor allen Dingen ist es jetzt schon eine ganze Zeit ruhig. Wer weiß, oh Gott, wer weiß, wie lange das noch dauert. Das ist, muss einer sein von damals. Hm? Okay. Ach, das ist der General. Oder die Hälfte davon. Und die Hälfte gibt's sogar noch. Two-Face. Jetzt sollten wir uns in Acht nehmen. Schau. Ist aber konserviert, die andere Seite. Schau ihn an. Die beschleimte. Ja. Die Rüstung. Totaler Methusalem, der Kerl. Ach du Scheiße. Yo, Scheiße. Geil. Hast du das gesehen? Der lebt. Naja. Das finde ich jetzt krass. Ist nichts unmöglich.
und nice irgendwie. Oh, scheiße. Der war die ganze Zeit lebendig und sitzt hier mit halbem Kopf rum. Die Flüssigkeit hat sein Fleisch erhalten. Sein Gehirn. Was sollen wir tun? Er kann nicht so bleiben. Ja, nun. Er hat so Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ich mein's ernst. Er bringt ihn um. Grüßt ihn. Nein. Das lockt die Vampire an. Ich mache es. Krass und geil finde ich das. Aber der hat jetzt 1000 Jahre da gesessen, um dann einfach zu sterben. Nicht mal was zum Zocken. Ja.